Hallo Leute und willkommen zur Vlog Nummer 339. Als erstes wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen restlichen Tag der Deutschen Einheit. Ich glaube, die meisten von uns hatten doch heute einen sehr positiven Feiertag. Die wenigsten standen wahrscheinlich irgendwo rum und haben gebrüllt, nie wieder Deutschland, dazu gleich ein bisschen mehr. Aber ich denke, generell kann man sagen, dass der Tag der Deutschen Einheit durchaus was sehr, sehr positiv behaftetes ist, für das wir oder über das wir uns alle verdammt nochmal freuen sollten. So, wir haben heute gar nicht mal so viele aktuelle Nachrichten, dafür ein bisschen was aus der Realsatire. Wir machen heute so ein bisschen Comedy, will ich es mal nennen, aber alles aus dem echten Leben gegriffen, beziehungsweise um den Tag der Deutschen Einheit drumherum. Eine Sache habe ich dennoch für euch aus den aktuellen Nachrichten, denn unsere liebe Frau Merkel hat eine interessante Rede in Kiel gehalten. In Kiel findet dieses Mal der zentrale Festakt statt und ja, was soll man denn dazu sagen? Ich meine, jedem ist klar, was für eine großartige Bedeutung die Stadt Kiel für die deutsche Einheit hat. Ich denke, da muss man gar nicht ins Zweifeln geraten, warum man die Feierlichkeiten dort abhält. Es ist selbsterklärend, weshalb das in Kiel erfolgen muss. Es führt keinen Weg drumherum. Ja, also ich denke, Kiel ist eine der Städte, die wahrscheinlich ganz, ganz hinten auf der Liste stehen sollten für die Bedeutung zur deutschen Wiedervereinigung, aber offensichtlich hat Kiel dieses Mal das Rennen gewonnen, warum auch immer, und dort fand der offizielle Festakt statt. Dort ist unsere liebe Frau Merkel eingeritten. Möglicherweise hat sie sich nach Berlin nicht getraut, ich weiß es nicht, will ich jetzt gar nicht mutmaßen. Aber sie hat tatsächlich in ihrer Rede mehr Eigenverantwortung gefordert. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, das ist doch geil. Also ich meine, ich sehe das ja genauso. Aber dass das von der Frau Merkel kommt, die dafür jetzt nicht unbedingt bekannt ist. Also hier muss ich echt sagen, klasse Frau Merkel. Und damit die Menschen die Eigenverantwortung noch weitaus effektiver und besser übernehmen können, sollte man doch schleunigst darüber nachdenken, den Menschen mehr von ihrem eigens verdienten Geld zu lassen. Ich glaube, das wäre da durchaus förderlich, wenn man mehr Eigenverantwortung verlangt. Dann müssen die Leute natürlich auch die Möglichkeit dazu haben, entsprechende Eigenverantwortung zu übernehmen. Und es geht halt nicht, wenn man ihnen, ja, ich habe schon 100.000 Mal gesagt, mehr als 70% ihres Geldes wegnimmt und die Leute, wo man es nur kann, irgendwie unterbuttert, da irgendwie einen auf, wir geben am besten noch mehr Kompetenzen ab und es darf bloß keiner irgendwie eine eigene Meinung vertreten, das muss ja alles auf EU-Ebene entschieden werden, macht. Das passt halt nicht so ganz. Also das funktioniert da nicht. Generell, schöner Vorstoß, mehr Eigenverantwortung ist verdammt wichtig. Ja, ich weiß, das hat Frau Merkel sicher nicht unbedingt ganz so gemeint, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich wollte euch nur mitteilen, dass sie es anscheinend ein bisschen mitbekommen hat, dass es durchaus sinnvoller wäre, wenn man nicht alles irgendwie da vom Zentralorgan steuern lässt, sondern wenn da das einzelne Individuum durchaus ein bisschen verstärkt die Möglichkeit hat, für seine eigenen Belange zu sorgen. Ich denke, da gehen wir auch fast alle konform, dass das in der Regel sinnvoller ist, als irgendwelche Burgkollektivdrohnen. Naja, ich will kein Schimpfwort an dieser Stelle bringen. Wir haben, wie gesagt, ganz viele andere Sachen, die wir heute besprechen sollen. Und bevor wir, oder besprechen wollen, ich will das ja mit euch besprechen, bevor wir damit gleich loslegen, eine Anekdote, was mir heute bei Facebook aufgefallen ist, eigentlich gestern Abend schon. Es gab ja vor ungefähr einem Jahr, teilweise schon ein bisschen länger, diese riesige Debatte um die Ehe für alle. Wie fortschrittlich das doch ist, wenn jetzt Frauen Frauen heiraten können und Männer Männer und alle bunt gemischt und am besten noch den Ziegenbock zu Hause, keine Ahnung. Jeder mit jedem, alle heiraten alle. So, jetzt ein bisschen platt ausgedrückt. Und damals war man ja der böse Nazi, wenn man gemeint hat, naja, hey, macht, was ihr wollt, aber eigentlich, ich finde es nicht gut, ist meine eigene Meinung, ich muss da jetzt keinem da irgendwie den Arsch kriechen, ich kann für mich sagen, ich finde das nicht gut, ich finde es auch nicht gut, wenn das, dieses Heiraten jetzt irgendwie zu einem, wie soll man das nennen, zu einer Modeerscheinung wird, von wegen die Ideologie sagt, ich muss jetzt irgendwie da eine Frau heiraten oder halt im Falle eines Mannes einen Mann oder eben einen Trans, was weiß ich. Ansonsten ist man halt der böse und gemeine Außenseiter, bla bla bla. Worum es mir eigentlich eher geht, ist dieses, man konnte es damals nicht kritisieren, man durfte kaum sagen, dass man da irgendwie kein Fan von ist. Na klar, man duldet das halt, mir ist es Wurst, wer da wen heiratet, heiratet meinetwegen eure Kühlschränke oder so, das ist eure Sache. Aber fordert verdammt nochmal nicht von anderen, dass sie es toll finden müssen. So, jetzt aber der eigentliche Anlass dieser kleinen Ausführung. Denn ich bin ja in diversen Facebook-Gruppen. Und als diese Ehe für alle damals durchgepeitscht wurde im Bundestag, gab es eine riesige Heiratswelle. Oder, na gut, riesig, kommt ein bisschen auf, liegt im Auge des Betrachters. Aber ganz, ganz viele Schwule und Lesben und whatever, wie die sich alle nennen, sind aufs Standesamt gerannt und haben aus ideologischen Gründen, ohne sonderlich viel nachzudenken, geheiratet. Und genau das fällt dem einen oder anderen jetzt ganz böse auf die
die Füße. Denn es gab eine noch Ehefrau in einer Facebook-Gruppe, die öffentlich gefragt hat, ob sie ihrer Noch-Ehefrau, also irgendeine Lesbenbeziehung, wie gesagt, ihre Sache ist mir Wurst, aber ob sie ihrer Noch-Ehefrau nach nicht einmal einem Jahr Ehe, denn sie haben wohl im August 2019 geheiratet, 2018 geheiratet und jetzt sind sie offensichtlich schon im Trennungsjahr, also war ja eine sehr erfolgreiche Ehe. Aber sie wollte wissen, ob sie denn ihrer Noch-Ehefrau bis zur offiziellen Scheidung 100 Euro Unterhalt im Monat zahlen muss oder ob sie da irgendwie rauskommt. Es ist so geil, oder? Beide sind Studenten an meiner Uni. Ich glaube sogar, dass ich die eine persönlich kenne, aber ich will mich da jetzt nicht festnageln. Ich erwähne natürlich keine Namen. Die beiden haben wohl in einer Wohnung gemeinsam gewohnt als WG. Da haben wohl irgendwie noch andere, zumindest zeitweise, mitgewohnt. Und sie hatten sich wohl schriftlich darauf geeinigt, dass die eine der anderen Geld zahlt, damit sie die Wohnung alleine erhalten kann. Nun hat die andere aber wohl noch einen neuen Mitbewohner oder so gesucht, nachdem die Noch-Frau ausgezogen ist. Und das passt ja Noch-Frau gar nicht. Die will jetzt wissen, ob sie denn das Geld zahlen muss oder nicht. So, sowas muss man natürlich bei Facebook diskutieren. Als ob das nicht schon bitter genug wäre. Postet die gleiche Dame, die jetzt nur nachfragt, muss ich denn meiner Noch-Ehefrau jetzt das Geld zahlen oder nicht? Im gleichen Atemzug postet sie auf ihrer Facebook-Chronik 8 Tipps, wie man toxische Männlichkeit überwindet. Geil, oder? Also eine von der Sorte von wegen so, ganz, ganz böse gesagt, Kampflesbe, alle Männer sind böse, bla bla bla, sie und schwul ist das einzig Wahre, was weiß ich, da mit ihren Regenbogengewedel. Die stellt sich nun plötzlich hin, zieht da teilweise fast schon über ihre Ex-Frau her, denn Vertrauen verloren und da sind so viele Sachen vorgefallen, weshalb sie mit ihrer Gutmütigkeit am Ende ist und jetzt möchte sie das Geld eigentlich nicht mehr zahlen. Die stellt sich nun hin, lamentiert erst darüber rum, von wegen, ja, Lesbenbeziehung das einzig Wahre und Regenbogen, whatever. Nun steht sie da, muss ich das Geld zahlen? Aber die bösen, toxischen Männer, so könnt ihr toxische Männlichkeit überwinden. Muss ich meiner Ex-Frau jetzt Unterhalt zahlen? Komme ich da irgendwie raus? Lohnt sich da zum Anwalt zu gehen oder sollte ich das lieber lassen? Also es geht da um 100 Euro im Monat, das sind Peanuts. Ich weiß, klar, für Studenten, kenne ich ja auch, ist es viel Geld. Aber wie zur Hölle kann man denn auf die Idee kommen zu heiraten oder sich da vielleicht mal vorher Gedanken drüber zu machen, wie es im Sinne einer Scheidung, im Falle einer Scheidung aussieht? Es ist einfach dieses Berlin in einer Nussschale im Jahr 2019. Dieses klassische, wir gehen jetzt heiraten, weil Ideologie, bla bla bla, wir müssen da jetzt irgendwie öffentlichkeitswirksam die Homo-Ehen hochtreiben oder so. Aber über die eigentlichen Konsequenzen, da haben sich keine Gedanken gemacht. Jetzt stehen sie halt da, klotzen in die Röhre und haben anscheinend nicht so richtig mitbekommen, dass Eheschließungen natürlich auch mit diversen Pflichten einhergehen könnten, dass das vielleicht auch ein bisschen Geld kosten könnte. Und dass man eben nicht heiratet, weil es gerade irgendwie in Mode kommt, sondern ja, wenn man da möglicherweise langfristigere Ziele hat als den nächsten One-Night-Stand in der WG oder so. Keine Ahnung. Ich will das jetzt gar nicht weiter beurteilen. Ich wollte euch nur kurz erzählen, was da bei Facebook aktuell abgeht. Aber das ist so bezeichnend für Berlin. Es ist einfach köstlich, wenn man das als außenstehender Beobachter sieht. Aber wir haben noch ganz viele andere Sachen, denn ihr wisst, heute Tag der Deutschen Einheit in Berlin ganz, ganz viel los. Diverse Großveranstaltungen und Demonstrationen. Ich wurde ja im Vorfeld auch gefragt, ob ich da irgendwo unterwegs bin, mich da ein bisschen umschaue. Das hatte ich eigentlich auch vor. Allerdings ist es Feiertag und da habe ich durchaus auch noch andere Sachen zu tun und war für den Nachmittag schon anderweitig verabredet. Und dann hat es sich leider nicht mehr gelohnt zeitlich. Das hätte ich nicht geschafft. Deswegen war ich mal wieder auf die vielen Livestreams angewiesen. Beispielsweise der Digitale Chronist, wo jetzt um 21 Uhr auch gleich noch ein Livestream zur Nachrede der Demonstration stattfindet. Der hat gestreamt. Ich kann euch nur empfehlen, da nachher auch reinzuklicken. Ich werde es mir auch anschauen. Aber auch viele andere. Es gab diverse Pressevertreter, die Livestreams auf Facebook hatten und man hat sich dadurch ein relativ gutes Bild der Veranstaltungen machen können. Mitbekommen habt ihr mit Sicherheit in der Presse den Aufmarsch der Rechtspopulisten am Hauptbahnhof. 5000 Leute angekündigt vom Bündnis Wir für Deutschland gekommen sind, das ist schwer zu sagen. Also die hiesige Presse spricht von einigen hundert. Ich schätze, wenn ich die Bilder sehe, 1000 bis 2000, aber das ist halt auf Fotos echt schwer einzuschätzen. Und das Spannende daran ist, dass in der Presse eigentlich kaum irgendwas über die tatsächlichen Hintergründe des Vereins oder des Bündnisses oder vielleicht auch das Motto der Demonstration, worum es da nun eigentlich geht, an dem Tag der Deutschen Einheit dann vielleicht auch mal die deutsche Flagge zeigen, also die Farben der Demokratie, wenn man es ganz banal herunterbrechen möchte.
Stattdessen spricht man in der Presse davon, dass es ein Wutmarsch der Rechtspopulisten ist. Denn es wurde wohl in einer Rede gesagt, dass die herrschende Politik uns verraten und verkauft hat. Deswegen ist es ein Wutmarsch. Ja, also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, was daran falsch ist, wenn man moniert, dass die herrschende Politik die Bürger in der Regel verrät und verkauft. Das ist, denke ich, einfach mal ein Fakt. Wie gesagt, wir hatten vorhin schon gesagt, rund 70% eures Geldes sind futsch. Ob ihr davon nun was habt oder nicht. Also ob ihr jetzt davon profitiert, dass es grün angestrichene Radwege in Berlin gibt oder dass es gibt so viele Bullshit-Projekte, die da gefördert werden von unseren Steuergeldern. Aber ob ihr dann nun persönlich irgendwie den Vorteil rauszieht, dass ihr um die 70% Abgaben habt oder nicht, das sei euch überlassen. Ich sehe da für mich jetzt nicht so den großen Vorteil, aber das ist auch wieder mein persönliches Empfinden. Wie gesagt, ihr dürft das gerne anders sehen. Und weiterhin haben wir ja auch noch das schöne Phänomen, dass wir eine Politik haben, die vor der Wahl Sachen sagt, es wird mit mir keine Maut geben nach der Wahl. Die Maut beginnt dann und dann und wird so und so teuer sein. Also jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Also natürlich kann man monieren, dass unsere lieben Politiker oft nicht ehrlich sind und die Leute so gesehen natürlich auch verraten, wenn es vor der Wahl Versprechungen gibt oder eben Sachen gesagt werden, die definitiv im Nachgang gebrochen werden, kurz nach der Wahl bereits über den Haufen geworfen werden, dann ist das ein Verrat an den Wählern. Das darf man auch so aussprechen. Klar, Politik hat auch immer was mit Koalition und Taktiken und so weiter zu tun, ich weiß. Trotzdem geht wahrscheinlich jeder da draußen oder auch jeder von euch mit, wenn man sagt, hey, Person A sagt vor der Wahl das und das, vergisst das während der Wahl und sagt nach der Wahl, was um 180 Grad gedreht ist. Das ist natürlich ein Verrat am Wähler. Und Thema Verkaufen, naja, wie gesagt, einerseits werden permanent Steuern erhöht, Steuererleichterungen werden zwar ab und an mal ins Auge gefasst, aber so wirklich durchgesetzt. Ach, wir wollen mehr Geld. CO2-Steuern, ne? Bald kommt die Luftsteuer dazu, meine persönliche Prophezeiung. Aber ich denke, dass auch der Punkt mit dem verkauft durchaus zutrifft. Ich weiß, verkauft bezieht sich da wahrscheinlich eher darauf, dass die Politik sich oft kaufen lässt. Sei mal dahingestellt, in welchen Fällen das jetzt nun zu wie viel Prozent zutrifft. Aber auch das sind Sachen, die kann man selbstverständlich anmerken. Das hat auch nichts mit Wutaufmarsch zu tun. Also bitte. Natürlich sind viele Leute wütend. Kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn ich jetzt meinetwegen schon 50, 60 Jahre alt wäre, 40 Jahre gearbeitet hätte. Gut, da müsste man jetzt wahrscheinlich ein bisschen älter sein als 60. Und Pfandflaschen sammeln gehen muss, weil die Renten nicht ausreichen, dann wäre ich auch wütend und das ganz zu Recht. Aber dass man in der Presse wieder so tut, als wären das alles die Bösen, was weiß ich, ich kann ja das Wort hier nicht aussprechen bei YouTube, gibt ja neue Community-Richtlinien, die da irgendwie auf alle möglichen anderen schimpfen und selber nichts tun oder was weiß ich, das stimmt ja so nicht. Die Leute, die zu der Demonstration gegangen sind, ich habe einige in meiner Freundesliste, zumindest die, die ich kenne, das sind ganz normale Menschen aus der Bevölkerung, die in der Regel Vollzeit arbeiten gehen und dafür sorgen, dass dieser ganze Laden hier noch läuft. Und dafür müssen sie sich beschimpfen lassen von irgendwelchen nie wieder Deutschland-Pöblern oder die mit ihrer permanenten Nazi-Paranoia, da habe ich auch noch was ganz Lustiges zu. Und brauchen mehrere Hundertschaften der Polizei, die die Veranstaltung abschotten, damit da bloß keiner da irgendwie mit dem Kantholz reinrennen kann, jemand niederknüppeln kann, was der eine oder andere wahrscheinlich gern gemacht hätte. Ja, das ist doch ziemlich erbärmlich in der Demokratie, dass man da tatsächlich angemeldete Veranstaltungen polizeilich schützen muss, um die Meinungsfreiheit zu gewährleisten, um die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten. Also bitte. Ich bin mittlerweile eigentlich dafür, dass wir den ganzen Sozialismus-Jüngern, den ganzen Hobby-Kommunisten, was weiß ich nicht alles, mal so ein oder zwei Wochen Vollpension Sozialismus finanzieren. Ich meine, da können wir gerne zusammenlegen, da kommt sicher das eine oder andere bei rum, damit sie den Sozialismus in seiner reinsten Ausprägungsform tatsächlich mal live erleben. Und anschließend bin ich gespannt, ob sie ihn immer noch so geil finden und ob sie ihn immer noch hier einführen wollen. Denn wir haben ja bereits bei unseren lieben Fridays for Future Kindern gesehen, dass gerade die Okzidentalen da so ein kleines bisschen mit Liebäugeln, gerade auch die Westeuropäer, jetzt nicht nur generell die westlichen Länder, die mit dem Sozialismus an sich nicht so viel Erfahrung haben, die da überhaupt nicht mitreden können, aber die irgendwie der Meinung sind, mit dem Sozialismus retten wir die Welt. Und die, verdammt nochmal, die sollten echt mal ein bis zwei Wochen tatsächlich unter sozialistischen Regeln in einem sozialistischen Regime leben und anschließend ist sie bestimmt ganz, ganz schnell davon geheilt. Bevor wir jetzt gleich noch was
zum Thema Gegendemos oder generell Demos in Berlin haben, habe ich noch eine sehr lustige Anekdote für euch. Denn ich habe mich auch auf Twitter umgeschaut und die Pseudo-Weltenretter, ihr kennt sie ja alle, die jetzt massiv da bei Twitter Sturm gelaufen sind, gegen das und das und gegen das und das und bla bla bla, also dieses völlig hohle Gekröle, die twittern hier echt minutiös. Also man hat da eine wunderbare Chronologie der Ereignisse in, naja, okay, auf einem sehr niedrigen Niveau dokumentiert, aber man kann das sehr gut nachvollziehen, wo sie beispielsweise rumjammern, dass zu wenige da sind zum Gegenprotest und so weiter. Aber die haben teilweise schon sehr frühzeitig, gegen 12 oder 1 Uhr habe ich das gesehen, Bilder von der Demonstration am Hauptbahnhof von Wir für Deutschland gepostet, wo man verschiedene Fahnen drauf sieht. Und drüber stand die Nazis, bla bla bla, also Bullshit. Die marschieren auf mit merkwürdigen Fahnen oder mit merkwürdigen Flaggen oder so. Und das war richtig geil. Denn ratet mal, was da für Flaggen abgebildet waren. Das waren keine Dritten Reich-Fahnen. Das war auch nichts sonst irgendwie extremistisch oder radikales. Das war die Flagge des Bundeslandes Bayern, Niedersachsens und Hessens. Geil, oder? Also jeder normale Mensch sieht, hey, das sind die Fahnen unserer Bundesländer hier in Deutschland. Und wenn die bayerische Fahne neben einer Berliner Fahne weht, dann ist das eigentlich ein wunderbares Bild für die deutsche Einheit. Also sehe zumindest ich so. Oder die preußische Fahne neben der bayerischen. Preußische Fahnen war natürlich auch da. Gibt es ja auch durchaus Fans von Preußen. Ist ja auch absolut legitim. Also ich bin da jetzt nicht so der Fan von. Ich stehe dann doch eher auf einer anderen Seite. Aber es ist nichts verboten, es ist nichts Böses. Und jeder, der irgendwie ein bisschen geschichtlich interessiert ist oder auch nur geografische Grundkenntnisse besitzt, der sieht, hey, das sind Bundesländer, verdammt nochmal, das sind Teile der Bundesrepublik Deutschland. Aber nee, da moniert man bei Twitter, dass da mit Nazi-Fahnen aufmarschiert wird. Das war so peinlich. Also lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da pöbelt so ein wahrscheinlich Fridays for Future-Kind oder so. Es sind ja meistens irgendwelche Personalunionen, war irgendwie so eine Dame mal wieder bei Twitter. Hat auch kaum jemand drauf reagiert, irgendwie 2 Likes oder so. Wettert, dass merkwürdige Fahnen oder zwielichtig oder irgendwie sowas Fahnen gezeigt werden und checkt es nicht, dass das einfach nur die Fahnen unserer Bundesländer in diesem Land sind. Also die sollte am besten den Rest ihres Lebens nachsitzen gehen und stille Karten ausfüllen. Kennt ihr das noch? Stille Karten oder stumme Karten, wo man da selber eintragen musste, wo welches Bundesland liegt. Das würde ihr helfen. Von diesen geistreichen Beiträgen gab es heute so einiges auf Twitter. Also scrollt da mal durch. B0310 ist der Hashtag, da habt ihr die ganze Chronologie. Da gibt es teilweise Gewaltaufrufe, da gibt es teilweise echt Inhalte, die gehören eigentlich fast schon strafrechtlich verfolgt, weil das echt hart an der Grenze ist. Aber ihr wisst, das sind die Guten. Wenn die das machen, ist das ja kein Problem. Zu Gewaltaufrufen kein Ding, solange es die Guten sind. Man bekommt einen ziemlichen Einblick in die Szene, wird beispielsweise noch darüber ausgetauscht, wer gerade mit wem frühstückt und wann sie ankommen. Alles live bei Twitter. Und man sieht wunderbar, dass da oft ja schlichtweg überhaupt kein Plan da ist. Es wird noch viel lustiger, denn es wurde auch über die zweite große Demonstration heute getwittert. Es gibt natürlich die offiziellen Feierlichkeiten, ist klar, Familienfest am Brandenburger Tor, irgendwelche Künstler aufgetreten, die ich zumindest nicht kannte, kann ich euch jetzt nicht sagen, wer das war. Aber es gab noch eine große Mietendemo in Berlin mit dem Motto, erst richtig deckeln, dann enteignen. Und da hat der ein oder andere, auch Journalist, natürlich zu getwittert und meinte dann von wegen, wir müssen zuerst den Mietendeckel so setzen, dass er irgendwie nicht mehr angehoben werden kann, was weiß ich, und dann natürlich enteignen. Also auch wieder diese feuchten Sozialismusträume. Ich meine, jeder, der ein bisschen älter ist als ich und in Berlin gelebt hat, zu Zeiten der Wende, der weiß wahrscheinlich, in was für einem Zustand die Wohnungen in Ostdeutschland waren. Wie war das? Dreiraumwohnungen gab es teilweise den Fall, oder auch nicht nur bei Dreiraumwohnungen, generell bei Wohnungen gab es oft den Fall, dass teilweise Löcher in den Decken waren, da konnte man hoch zum Nachbarn gucken oder eben nach unten, wenn es im Fußboden war, das Loch. Und da haben sie dann schlichtweg ein Zimmer zugeschlossen, haben die Wohnung natürlich günstiger abgegeben und da war dann eben Zimmer weniger da. Ja, geil, oder? Also wenn ihr diesen Standard wieder haben wollt, nur zu, ich verweise euch gern nach Nordkorea, ich zahle euch auch den Flug. Also ich kann jetzt kein ganzes Bataillon dahin fliegen, ich glaube, das könnte Kim Jong-un auch als Kriegserklärung auffassen, aber ein oder zwei können sich gern bei mir melden, die schicke ich persönlich mit dem Flieger nach Nordkorea, das zahle ich euch und dann könnt ihr Sozialismus oder, das ist ja Kommunismus, live erleben. Und dann seht ihr auch, wie wundervoll die Wohnungen da sind. Sicher in Pyongyang, wo jetzt die Propaganda-TV-Sender filmen, mag das alles gehen. Aber in den Hinterländern dürfte es in Nordkorea nicht sonderlich anders sein, als es am Ende der DDR hierzulande war.
Und gleiches wird natürlich auch mit den Wohnungen wieder passieren. Also jetzt nicht, dass da irgendwo Löcher in den Decken entstehen zwangsläufig, aber es wird einen Wartungsarbeitenstau, einen Renovierungsstau geben. Es wird kaum noch was investiert werden. Wenn man der Meinung ist, die Inhaber, die Wohnungsbesitzer, die bösen Vermieter enteignen zu wollen. Denn die Vermieter sind die, die tragen in der Regel das Risiko. Die sorgen dafür, dass die Wohnungen hier in Berlin in einem guten Zustand sind. Wenn euer Klo verstopft ist, ruft er den Vermieter an. Der schickt jemanden, der zahlt in der Regel. Außer wenn er da irgendwie ein Gameboy reinschmeißt und deswegen alles kaputt geht. Kenne ich tatsächlich jemanden, der hat das gemacht, deswegen die kleine Anekdote. Und ihr als Mieter habt in der Regel nichts, was euch irgendwie ihr fordert, wo ihr irgendwie dahinterher sein müsst. Ihr müsst nur die Miete zahlen. Klar, Berlin hat teils utopisch hohe Mieten, das stimmt, das ist ein großes Problem. Liegt aber daran, dass mehr Nachfrage als Angebot da ist. Und das lässt sich meiner Meinung nach und der Meinung, die wahrscheinlich jeder vernunftbegabte Mensch vertritt, nur lösen, indem man dafür sorgt, dass Nachfrage und Angebot ausgeglichen sind. Also entweder alle müssen wegziehen aus Berlin, bis halt genug Wohnungen da sind, oder wir müssen Wohnungen bauen, damit mehr Leute herkommen können. Eigentlich absolut logisch, wie gesagt. Aber es bringt niemandem was, wirklich rein gar nichts, wenn man den Leuten, die investiert haben in die Wohnungen nach der Wende, die wirklich in einem erbärmlichen Zustand waren, teilweise gibt es auch jetzt noch Relikte aus der DDR, wo man sieht, ach du Scheiße, die sind ja unbewohnbar. Die Leute, die investiert haben, will man jetzt enteignen, damit die Wohnungen dann der Stadt oder irgendwelchen Genossenschaften gehören. Und anschließend guckt man wahrscheinlich wieder in die Röhre, weil einem das Geld ausgeht und weil man vor allem auch keinen neuen Wohnraum schaffen kann, weil man sein ganzes Geld ja verballert hat. Na gut, man kauft ja nicht, man enteignet ja. Aber von Seiten der Stadt wird man mit Sicherheit auch, wenn man da irgendwelche Vermieter enteignet hat, nicht neu bauen. Und die, die man enteignet hat, die werden mit Sicherheit keinen einzigen Cent mehr in dieser Stadt investieren. Und auch alle anderen nicht, ich glaube, das ist klar. Sinnvoll wäre, ich habe schon 100-mal gesagt, ein vernünftiges Zusammenspiel zwischen öffentlichem Wohnungsbau, sozialem Wohnungsbau und eben privatem Wohnungsbau. Gab es ja durchaus funktionierende Konzepte vor etwa 20 Jahren. Da gab es Prämien für Privatbauende, wenn sie so und so viele Sozialwohnungen mitbauen. Das hat wohl auch ganz gut, oder das ging sehr gut. Man hatte am Ende zu viele Wohnungen, deswegen hat man das alles abgeschafft und Berlin hat natürlich nie Geld. Aber damit könnte man die ganzen Probleme wunderbar lösen und müsste sich nicht auf so eine Demo stellen und da krölen von wegen, wir wollen jetzt, dass da alle enteignet werden. Das wird für euch überhaupt nicht besser. Im Gegenteil, die Mieten werden trotzdem erhöht. Hatten wir letztens erst den Fall. Wie war das? Friedrichshain-Kreuzberg hat 300 Einheiten oder so zurückgekauft. Und was kommt bald? Eine Mieterhöhung, weil der Finanzierungsplan nicht steht. Es ist einfach so von der Wand bis zur Tapete gedacht und so dermaßen geil, wenn man das als Außenstehender betrachten kann. Für die Mieter tut es mir natürlich mega leid, weil die sind eigentlich jetzt gerade Spielbälle der Ideologien. Das ist scheiße, logisch. Aber es ist irgendwie auch geliefert wie bestellt. Naja, worum es mir eigentlich nur ging, ist, dass es eine Riesendemo war, die im Roten Rathaus, wenn ich mich nicht irre, angefangen hat oder Kundgebung da hatte. Und bei Twitter wurde darüber moniert, dass viel zu wenige Antifaschisten bei den Gegendemonstrationen gegen den Rechtspopulisten, gegen den Nazi-Aufmarsch waren, weil ja parallel diese große Mietendeckel- und Enteignungsdemo stattfand. Oh, ist doof, wenn man seine eigenen Leute nicht zu den Schrei-Passagen bekommt, damit sie da irgendwie brüllen und in die Trillerpfeife blasen können oder woanders hin blasen, aber das sollen sie gern handhaben, wie sie möchten. Naja, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen unterhalten, die Realsatire. Morgen dann wieder mit mehr aktuellen Nachrichten und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag der Deutschen Einheit und ich werde jetzt gleich mal beim digitalen Chronisten reinklicken. Wir sehen uns dann morgen wieder und bis dann.